Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen Medienkonferenz vom Regierungsrat. Das Thema heute ist Schutz vor Gewalt, Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie die Roadmap vom Bund und Kanton zur häuslichen Gewalt. Das Programm sieht wie folgt aus. Eingangs wird der Regierungsrat Dieter Egli erläutern, warum und wie der Aargau die Istanbul-Konvention und die Roadmap vom Bund und Kanton zu der häuslichen Gewalt umsetzt. Nachher wird Miriam von Felten, die Leiterin der Fachstelle häusliche Gewalt, die beim Departement Volkswirtschaft und Inneres angesiedelt ist, sie wird den Massnahmenplan im Detail vorstellen. Sie ist übrigens auch Präsidentin der Kommission Häusliche Gewalt. Wir begrüßen auch jemanden aus dem Departement Bildung, Kultur und Sport. Und zwar ist das der Peter Walter. Er ist der Leiter der Abteilung Sonderschulung, Heim und Werkstatt. Er wird etwas sagen über die Betroffenheit der Kinder im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und zu den Massnahmen des Regierungsrats. Dann haben wir auch jemanden ausserkantonal, den wir begrüßen dürfen. Das ist Yvonne Meyer. Sie ist Rechtsanwältin, Mitglied von der Regierungsrätlichen Kommission häusliche Gewalt. Und sie ist spezialisiert auf Genitalbeschneidungen. Sie wird etwas sagen, was die Herausforderungen sind in diesem Bereich und was wir für Massnahmen dort neu lanciert haben. Nachher wird Miriam von Felten noch einmal etwas sagen über das Thema Arbeit mit Gewaltausübenden und zur sexuellen Belästigung. Das Schlusswort ist beim Regierungsrat Dieter Egli. Nachher gibt es natürlich die Möglichkeit für Fragen und Interviews. Und, was ich sicher auch noch erwähnen muss, wir haben sehr viele Leute oder einige Leute aus dem Bereich Polizei und Opferschutz. Sie sind alle da heute anwesend. Ich begrüße natürlich alle sehr auch herzlich. Ihr habt die Möglichkeit, auch mit ihnen nachher ein Interview zu führen oder sonst Gespräche, die interessieren und Fragen zu stellen. Ich sage euch ganz kurz noch die Personen vorstellen. Das ist wichtig, dass man die kennt. Das ist Rosmarie Hubschmid. Sie ist Betriebsleiterin vom Frauenhaus Aargau-Solothurn. Dann haben wir Max Gräni. Er ist der Dienstchef der Kriminalprävention der Kantonspolizei Aargau. Dann haben wir Corinna Stoltenberg. Sie ist stellvertretende Leiterin der Opferberatung Aargau und auch Mitglied der Kommission Häusliche Gewalt. Dann haben wir hier Claudia Weiss. Sie ist die Leiterin der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt. Sie ist auch in der Kommission Häusliche Gewalt. Und der Matthias Löscher. Er ist Gewaltberater und ist auch bei der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt. Ganz am Schluss, wenn Sie dann noch mögen und wenn Sie es interessiert, gibt es noch eine Führung durch die Anlaufstelle, also zur Räumlichkeiten der Opferberatung Aargau sowie die Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt. Und das ist wirklich, das ist da ganz in der Nähe, das ist eine Minute von hier entfernt. Genau, dann übergebe ich das Wort gerne an Dieter Egli. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, guten Morgen miteinander. Ich darf Sie auch von meiner Seite her ganz herzlich begrüßen zu dieser Medienkonferenz, zu einem wichtigen Thema, zu einem Thema, das, ja, ich muss sagen, leider wichtig ist, wo uns aber auch ein grosses Anliegen ist. Ich denke an all den Fachleuten, die heute hier im Raum sind, allen Akteurinnen und Akteuren. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt machen betroffen. Sie machen uns betroffen, diese Thematiken, weil wir sie irgendwie wahrnehmen, aber doch nicht wahrnehmen. Die Medien die berichten fast täglich von solchen Fällen und Statistiken die zeigen auch ein entsprechend trauriges Bild. Ein trauriges Bild auch mit steigender Tendenz. Wenn wir hier ein paar Punkte erwähnen wollen, die Polizei interveniert im Aargau täglich etwa 6 Mal. Wegen einem Fall von häuslicher Gewalt. Im letzten Jahr, 2021, sind insgesamt 567 Strafanzeigen
erstattet worden wegen Gewalt in der Ehe, in der Partnerschaft oder in der Familie. Und auch letztes Jahr, 2021, hat es im Aargau leider 2 vollendete und 5 versuchte Tötungsdelikte im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegeben. Und man muss dazu sagen, dass sich vieles eben im Verborgenen abspielt bei dieser Thematik. Und darum sind auch die Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier präsentiere, mit Vorsicht zu geniessen. Wir gehen davon aus, dass es hier ein Dunkelfeld gibt, dass es hier Dunkelziffern gibt, wo wir gar nicht im Griff haben und wo wir gar nicht genau wissen, was noch alles passiert. Vor allem eben, weil das ganze Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt auch immer noch ein grosses Tabu ist. Ein Tabu, wo man nicht darüber redet, eben, wie ich am Anfang gesagt habe. Wir nehmen es zwar wahr über die Medien, wir nehmen es wahr als ein Problem, das ansteigt, aber es ist schwierig, genau dahinter zu sehen. Es ist schwierig, auch so Fälle dann wirklich zu erkennen, wenn man damit konfrontiert ist, ganz direkt oder am Rand. Es ist vorher schon angetönt worden, im Titel von der Medienkonferenz. Es gibt da Bestrebungen auf europäischer Ebene, dann auch auf Bundesebene und jetzt bei uns im Kanton. Das Übereinkommen vom Europarat zur Bekämpfung von dieser Gewaltform, von häuslicher Gewalt und von Gewalt gegen Frauen, ist im Jahr 2018 auch von der Schweiz ratifiziert worden. Der Bund und die Kantone, die haben zusammen dann darauf reagiert mit der Roadmap, die letztes Jahr rausgekommen ist, mit der Roadmap von 2021, wo uns alle verpflichtet, die bisherigen Anstrengungen im Bereich häusliche Gewalt voranzutreiben. Und vor diesem Hintergrund hat dann auch der Regierungsrat vom Kanton Aargau vor der Sommerferien noch, am 15. Juni 2022, einen Massnahmenplan zu dieser Thematik verabschiedet. Unter dem Leib der Fachstelle häusliche Gewalt im Departement für Volkswirtschaft und Inneres, unter der Leitung von der Frau Miriam von Felten, haben verschiedene Fachpersonen, vor allem eben aus der regierungsrätlichen Kommission häusliche Gewalt, die ja schon erwähnt worden ist, eine Situationsanalyse vorgenommen. Und in einem weiteren Schritt haben dann verschiedene Departemente in Zusammenarbeit die Massnahmen erarbeitet. Involviert sind neben dem Departement für Volkswirtschaft und Inneres auch das Departement Bildung und Kultur, Bildung, Kultur und Sport, so muss ich sagen, und das Departement Gesundheit und Soziales. Ich denke, grundsätzlich können wir sicher feststellen, dass wir im Kanton Aargau dass im Kanton Aargau schon einiges gemacht wird, von sehr vielen Institutionen, von öffentlichen Institutionen und auch von privaten Einrichtungen, um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen. Nicht zuletzt ist eben auch die Fachstelle sicher eine sehr gute Sache, wo wir im Kanton Aargau auch schon einen Schritt weitergekommen sind in dieser Thematik. Die Fachstelle, wo es eben auch vermagt, die verschiedenen Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen, in den verschiedenen Ebenen, sei es bei der Intervention, sei es bei der Prävention, sei es dann aber auch bei der Beratung von Opfern oder von Tätern. Trotzdem hat natürlich die Situationsanalyse gezeigt, dass wir uns noch müssen verbessern und dass wir uns auch noch weiterentwickeln können in diesem Bereich, selbstverständlich. Unser Ziel und auch das Ziel jetzt von den Massnahmen, die wir Ihnen heute präsentieren, ist wirklich ein professioneller Umgang mit dem Thema. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist ein komplexes Phänomen, ist ein vielschichtiges Problem, das sich nicht einfach mit einfachen Patentrezepten lösen lässt. Es ist einerseits ein Sicherheitsproblem, eine Sicherheitsthematik. Es ist aber eben auch ein soziales Problem, ein gesellschaftliches Problem. Es geht letztlich auch darum, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, wer hat was für eine Rolle in der Gesellschaft. Es geht um Gleichstellung, es geht auch um Emanzipation und nicht zuletzt geht es eben auch um Sensibilisierung. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, überhaupt Gewalt sichtbar machen, erkennbar machen für die, wo sie betrifft und für die, die dann nachher mühen und können etwas dagegen tun.
Im Kanton Aargau haben wir mit der Regierungsrätlichen Kommission ein sehr gutes Netzwerk, wo eben alle Stellen eingebunden sind. Ich denke, auf diese Struktur können wir durchaus auch stolz sein. Und die Grundlagen für so einen professionellen Umgang mit der Thematik, die sind also vorhanden. Wir wollen sie jetzt noch besser nutzen, die Grundlagen, und auch die Aktivitäten von allen, die beteiligt sind, besser koordinieren. Der vorliegende Massnahmenplan, der umfasst 13 Massnahmen in 9 Handlungsfelder und er richtet sich an alle Beteiligten. Das ist wichtig zu sagen. Seien es Frauen, seien es Männer, seien es Kinder, die durch häusliche Gewalt gefördert oder betroffen sind, aber auch, die selber Gewalt androhen oder ausüben. Die Massnahmen sollen ermöglichen, Gewaltbetroffene besser zu schützen und Gewaltausübende konsequenter als bisher zur Verantwortung zu ziehen. Die Leiterin der Fachstelle häusliche Gewalt, Miriam von Felten, wird Ihnen nachher die 13 Massnahmen noch im Detail vorstellen. Geschätzte Damen und Herren, die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist eine Querschnittsaufgabe und betrifft alle staatlichen Ebenen. Neben dem Staat nimmt aber auch die Zivilgesellschaft eine sehr wichtige Rolle ein. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt auch wirklich gerade allen Organisationen und allen Einzelpersonen ganz herzlich danken, die sich in diesem Bereich eben engagieren. Sehr oft natürlich auch ehrenamtlich. Lassen Sie mich als erstes Fazit ganz klar sagen, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Und häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen wird im Kanton Aargau nicht toleriert unter keinen Umständen. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt gegen Frauen und für häusliche Gewalt. Und mit dem Massnahmenplan möchten wir häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen auch aus dem Tabubereich herausholen. Wir müssen sie benennen, wir müssen sie aufzeigen, wir müssen sie sichtbar machen. Erst dann wird klar, was sie eben im Einzelfall auch alles anrichtet und erst dann wird klar, dass sie ganz konkret und konsequent muss bekämpft werden. Und ich denke, der Massnahmenplan der zeigt, dass der Kanton Aargau hier seine Verantwortung wahrnimmt und sich gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt einsetzt. Jetzt soll aber das Wort den Fachleuten hören, die ganz konkret am Thema arbeiten. Und darf ich gerade das Wort direkt übergeben, der Frau Miriam von Felten. Ah, willst du noch etwas sagen? Entschuldigung. Sehr geehrte Medienschaffende, geschätzte Anwesende. Im Zentrum der heutigen Medienkonferenz stehen zwei wichtige gesellschaftliche Themen. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Was ist damit gemeint? Gewalt gegen Frauen bezieht sich auf Frauen und Mädchen als Betroffene und umfasst auch den Bereich der häuslichen Gewalt. Neben den bekannten Formen von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt gehören namentlich auch Stalking, Zwangsheirat, sexuelle Belästigung und Genitalbeschneidung dazu. Unter häuslicher Gewalt werden Gewaltanwendungen zwischen Eheleuten, Partnerinnen und Partnern oder in der Familie verstanden. Im Sinn der Istanbul-Konvention sollen in diesem Bereich nicht nur Frauen und Mädchen, sondern alle Personen, unabhängig vom Geschlecht, geschützt werden. Der Kanton Aargau schaut auf eine lange Tradition im Kampf gegen häusliche Gewalt zurück. Bereits in den 90er Jahren hat die damalige Fachstelle für Gleichstellung eine erste Situationsanalyse vorgenommen. Seither hat der Kanton Aargau verschiedene Anstrengungen unternommen. Zum Beispiel hat er, das hat der Regierungsrat in der Regel schon erwähnt, bereits 2003 die kantonale Fachstelle häusliche Gewalt geschaffen. Früher hat der Kanton auch die Vernetzung von öffentlichen und privaten Institutionen gefördert, hauptsächlich im Rahmen von ebenfalls der erwähnten schon regierungsrätlichen Kommission. Der Kanton Aargau hat aber auch Pionierarbeit geleistet. Beispielsweise 2009 mit der Schaffung der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt. Der Kanton Aargau betreibt die AHG nicht selber. Sie wird seit 13 Jahren von der Frauenzentrale als eigener Dienstleistungsbetrieb geführt. Und seit 10 Jahren bietet Suchtprävention Aargau
ebenfalls im Auftrag vom Kanton das Präventionsprogramm Kinder mittendrin an. Die beiden Beispiele zeigen deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen im Kanton Aargau bereits bestens funktionieren. Mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention und der Roadmap Bund-Kanton betritt der Kanton Aargau also kein Neuland. Was wir bisher gemacht haben, ist eine gute Grundlage, die wir darauf aufbauen können. Die Situationsanalyse hat gezeigt, dass wir uns in mehreren Handlungsfeldern verbessern müssen. Zentral sind die Weiterbildung und die Öffentlichkeitsarbeit. Da besteht Nachholbedarf. Der Kanton hat bis jetzt wenig in die Weiterbildung von Fachpersonen und ehrenamtlich Tätigen investiert. Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist zu kurz gekommen. Obwohl wir im Kanton Aargau ein sehr gutes Unterstützungsangebot haben, ist das einem Grossteil der Betroffenen, aber auch vielen Fachpersonen zu wenig bekannt. Das müssen wir ändern. Der Massnahmenplan sieht wie folgt aus. Im Zentrum stehen, das habe ich bereits erwähnt, die beiden Themenfelder Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Der Kanton schafft eine Projektstelle, um ein Weiterbildungsangebot aufzubauen. Künftig sollen Fachpersonen und ehrenamtlich Tätige regelmäßig zu den beiden Themenbereichen geschult werden. Ziel ist ein koordiniertes und interdisziplinäres Vorgehen, um einen professionellen Umgang mit häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu gewährleisten. Um das Unterstützungsangebot im Kanton besser bekannt zu machen, erstellt der Kanton eine digitale Informationsplattform und lanciert Kampagnen. Eine erste Kampagne findet bereits in diesem Herbst im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt. Im Handlungsfeld Schutzeinrichtungen wird der Fokus auf das Frauenhaus gelegt. Fragen zur Finanzierung und zur Anzahl Plätze stehen im Vordergrund. Da ist eine Bedarfsabklärung geplant. Eine weitere wichtige Massnahme ist der Aufbau einer Statistik, damit wir die beiden Gewaltphänomene präzise abbilden können. Statistik werden wir dann jährlich auf der neuen Informationsplattform publizieren. Im Bereich der schulischen Bildung werden zwei Massnahmen umgesetzt. Häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen werden als eigene Themenbereiche ins Schulportal aufgenommen und fließen in die anstehende Lehrplanarbeit zum Gymnasium Aargau ein. Der Vollständigkeit halber zeige ich Ihnen noch die übrigen Massnahmen. Ich werde sie aber nicht kommentieren. Die nachfolgenden Referierenden werden sie noch im Detail darstellen. Mit dem Massnahmenplan intensiviert der Kanton Aargau seine Kräfte, um häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen wirkungsvoll zu bekämpfen und entwickelt sie weiter. Die Umsetzung startet in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Bis spätestens 2026 sind alle Massnahmen umgesetzt. Gut, dann gebe ich das Wort weiter an Peter Walter Müller. Werte Anwesende, geschätzte Medienschaffende, Kinder sind besonders verletzlich, körperlich und seelisch. Und je kleiner sie sind, umso mehr. Entsprechend sind sie natürlich auch eigentlich von jeder Situation von häuslicher Gewalt betroffen, wenn sie vorkommt. Ein Ansatzpunkt ist, dass Kinder selber aktiv werden können, indem sie, wenn ein Notfall da ist, auch einen Ort aufsuchen können, wo sie sich sicher fühlen können. Heute gibt es im Kanton Aargau eine ganze Reihe von Heim- oder Aufnahmeorten. Das sind sicher in erster Stelle die drei Notfallangebote im Kinderheim Bruck, von der NOPLA, von der Stiftung IKI und Etuna Seon. Je nach Alter sind die spezifisches Angebot. Daneben gibt es ein weiteres stationäres Angebot mit etwa 500 Plätzen. Unter anderem ein besonderes Angebot in der Klemat für weibliche Jugendliche.
auch Pflegeplatzierungen gibt es. Allerdings, und das ist der Knackpunkt dabei, es gibt keine Selbstzuweisung. Bei all denen können die Kinder oder Jugendlichen nicht sich selber zuweisen. Und das ist sicher die Frage, die wir angehen müssen. Das ist auch die Massnahme. Wie können wir sicherstellen, dass die Kinder, die selber, vielleicht sind es mehr Jugendliche, also die älteren Kinder, einen Schutz suchen, auch wirklich den Schutz bekommen und niederschwellig in die bestehenden Angebote können aufgenommen werden. Ein zweites Element, da ist die Situation noch weniger dramatisch, das ist die Frage der Beratung und Unterstützung in der Krise. Da gibt es eine ganze Reihe von Beratungsangeboten vom Schulpsychologischen Dienst, vom Jugendpsychologischen Dienst. Es gibt Kinderschutzgruppen, das Frauenhaus und viele weitere Beratungsstellen, die können Anfragen aufnehmen. Die Frage ist wirklich die, wie können wir ein Kommunikationsmittel schaffen, wo die Kinder und Jugendlichen am besten können kommunizieren können. Sei das Telefon, das steht da nicht, aber sicher auch die digitalen Mittel, die für Kinder und Jugendliche heute natürlich breit verfügbar sind. Es soll eine Bedarfsanalyse geben und schauen, wir wollen schauen, wie als wir die bestehenden Dienste, allenfalls auch einen erweiterten Dienst, besser können zugänglich machen für Kinder und Jugendliche, dass sie ihre Schwierigkeiten, Probleme und Sorgen können teilen. Und schließlich das, was wahrscheinlich letztlich die grösste Wirkung hat, ist die Frage der Früherkennung und Prävention. Wie kann man möglichst früh Situationen erkennen, wo häusliche Gewalt im Spiel ist, wo eben dadurch auch die Entwicklung der Kinder nachher gefährdet ist. Sie sehen ein ganz komplexes Schema. Das stellt dar, wie viele Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe heute im Kanton Aargau aktiv sind. Eine ganz grosse Palette, da gibt es auch ein Projekt, das läuft zur Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Aargau. Es sind einerseits die ganzen Regelstrukturen, Bildungs- und Betreuungsangebote, es sind die Sonderschulen, die Sonderangebote, es ist aber auch Gesundheitsversorgung, es ist ein ganz breites Beratungs- und Begleitungsangebot, da bin ich vorher schon darauf eingegangen. Das sind die Entscheider in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere natürlich die Familiengerichte respektive KESB. Und all die Akteure, die können potenziell Situationen erkennen. Das ist sicher auch ein Bezugspunkt zur Weiterbildung, wo vorher genannt worden ist. Es geht darum, dass das Bewusstsein von häuslicher Gewalt und das Können aufnehmen von solchen Situationen bei all diesen vielen Diensten auch wirklich gut verankert ist. Das wollen wir mit dem Projekt von Kinder- und Jugendhilfe auch mitverfolgen. Damit gebe ich gerne Ihnen weiter. Herzlichen Dank. Auch ich begrüße Sie noch herzlich und möchte Ihnen gerne über das Thema Genitalbeschneidung berichten. Im Artikel 124 vom Strafgesetzbuch wird die Genitalbeschneidung mit einer Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft. Es kommt aber kaum zu einer Verurteilung. Ich habe mich darum gefragt, was ist der Grund von dem? Kulturelle und sprachliche Barrieren vermindern ganz sicher die Anzeigenerstattung. Zudem müssen die betroffenen Mädchen und Frauen sich gegen ihre eigene Familie stellen. Sie müssen also gegen ihre eigene Mutter oder ihre eigene Grossmutter oder Tante eine Aussage machen. Und leider haben die betroffenen Frauen und Mädchen wohl schon über Jahre lang mit der Situation abgefunden und haben darum keinen Handlungsbedarf und verzichtet auf eine Anzeigenerstattung. Obwohl es also kaum Bestrafungen oder Verurteilungen gibt, dürften aber in der Schweiz etwa rund 22'000 Frauen betroffen sein oder mindestens der Gefahr von einer Beschneidung ausgesetzt sein. Die Frauen und Mädchen stammen rund aus 30 verschiedenen Ländern von Afrika oder auch vom Nahen Osten. Die Beschneidungen werden jeweils religionsübergreifend durchgeführt. Das heisst, sie werden sowohl im christlichen Glauben als auch im muslimischen Glauben praktiziert. Im Kanton Aargau stammen die Frauen hauptsächlich aus den Ländern Eritrea, Somalia und Ägypten. Es wird darum zwischen verschiedenen Beschneidungsformen unterschieden, wobei die jeweilige Form je nach Intensität im Alter dieser Mädchen zwischen 2 und 7 Jahren durchgeführt wird. In Eritrea
werden die Mädchen meistens schon mit 2 bis 3 Jahren beschnitten. In Somalia beispielsweise ist das aber deutlich später mit 5 bis 7 Jahren. Als Grund für solche Beschneidungen wird meistens die kulturelle Tradition oder aber auch die Religion erwähnt oder aber die Garantie für eine Jungfräulichkeit und Treue. Oft ist sogar die Beschneidung in gewissen Ländern auch die Voraussetzung überhaupt für eine Eheschließung. Ich habe mich dann gefragt, wie ist die Situation im Kanton Aargau aktuell? Aktuell werden bereits Beratungen in diesem Bereich durch die Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau durchgeführt, kurz SEGES. Gemäss Auskunft von der SEGES werden aber jährlich etwa 10 Beratungen durchgeführt zu diesem Themenbereich. Das ist natürlich äußerst wenig, wenn man hört und Zahlen kennt, wie viele Frauen tatsächlich betroffen sind. Spannend ist auch, dass die Beratungen häufig nur in Bezug auf eine Schwangerschaft und auf die Sexualität nach erfolgter Beschneidung erfolgen und eben nicht primär zum Schutz oder in Bezug auf eine Beschneidung selber. Der Aargau bietet auch aktuell bereits den FAM-Tisch an über die Caritas oder es findet Aufklärungsveranstaltungen zum Beispiel in Asylheimen statt. Wie kann man die Situation noch verbessern oder was braucht es? Es sind 2 Hauptpunkte, die man sich widmen muss. Einerseits muss das Beratungsangebot aktuell durch die SEGES sicher ausgedehnt werden. Und als 2. wichtiger Punkt ist die Prävention ganz im Zentrum. Unter Prävention versteht man einerseits die Aufklärungsarbeit an Schulen, also beispielsweise konkret im Schulunterricht oder auch über die sozialen Medien möglichst niederschwellig. Der 2. Punkt ist aber auch die Aufklärung vom Gesundheitswesen. Darunter fällt die Aufklärung von Ärzten, insbesondere von Gynäkologen oder Kinderärzten, von Hebammen oder ganzen Spitälern. Genau das sind Fachleute, die Kontakt haben mit potenziell geförderten Mädchen oder Frauen oder auch nur Angehörigen. Und genau solche Personen erleben, wie Betroffene Komplikationen haben bei Schwangerschaften oder Geburten im Zusammenhang mit Verstümmelungen. Und darum ist die Sensibilisierung vom Gesundheitswesen besonders wichtig und steht darum im Zentrum. Dazu gehört natürlich auch die Vernetzung mit den Fachpersonen. Wo ganz wichtig ist, dass eben auch das Gesundheitspersonal den Connex zusammenbringt. Und genau diese 2 Ziele, Sie sehen unseren Massnahmenplan im Kanton Aargau zur Umsetzung der Istanbul-Konvention vor. Einerseits erfolgt die Anpassung im Leistungsvertrag bei der SEGES. Es wird also rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 die Beratungen im Zusammenhang mit der Genitalverstümmelung namentlich im Leistungsvertrag erwähnt. Und andererseits erfolgt auch die Erweiterung im Bereich Prävention. Per 1. Januar 2023 gibt es einen Präventionsauftrag im Fokus Gesundheitswesen, wie ich Ihnen vorhin gerade geschildert habe. Man sieht, es gibt also auch in diesem Thema noch ganz viel zu tun. Aber mit der Ausdehnung des Beratungsangebots und mit dem Präventionsauftrag erfolgt sicher ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Danke. Zum Abschluss stelle ich Ihnen die Massnahmen in den Handlungsfeldern Arbeit mit gewaltausübenden Personen und sexuelle Belästigung vor. Täterarbeit ist Opferschutz. Seit 2009 können Gewaltausübende das Lernprogramm vom Kanton Basel-Landschaft oder eine Gewaltberatung bei der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt absolvieren. Die Finanzierung wird vom Kanton getragen, die gewaltausübenden Personen leisten einen Selbstkostenbeitrag. Obwohl das Angebot vorhanden ist, zeigt sich Optimierungsbedarf. Das Lernprogramm wird wenig in Anspruch genommen. 2021 haben 7 Personen das Programm angefangen und 2 abgeschlossen.
Dafür verantwortlich sind gemäss unseren Erkenntnissen zwei Faktoren. Der Weg nach Liestal ist je nach Wohnort weit und für Personen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder Schichtarbeit zeitlich nicht machbar. Ein zweites Problem ist, dass die Aargauer Behörde das Angebot nur zögerlich anordnen. Ab 2023 soll sich das ändern. Der Kanton Aargau schafft ein eigenes Lernprogramm gegen häusliche Gewalt. So müssen gewaltausübende Personen nicht mehr nach Liestal fahren, sondern können das Lernprogramm in Aarau absolvieren. Das Angebot wird neu von der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt betrieben. Damit die Behörden Gewaltausübende vermehrt in ein Lernprogramm schicken, müssen sie besser über das neue Angebot informiert und gezielt angeleitet werden. Darum führen wir zusätzlich eine Informationstour bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten durch. Das zweite Handlungsfeld betrifft sexuelle Belästigung. Die Datenlage zu sexueller Belästigung in der Schweiz ist unvollständig. Das hat der Bund vor kurzem in einem Bericht festgehalten. Erste Anhaltspunkte finden wir aber in der polizeilichen Kriminalstatistik. Sie zeigt, dass im 2021 im Kanton Aargau 117 Straftaten wegen sexueller Belästigung registriert worden sind. 96% der Geschädigten waren weiblich, 100% der Beschuldigten männlich. Ein Grossteil der sexuellen Belästigung findet auf der Strasse, am Bahnhof, im ÖV oder im Freien statt. Aber auch in Alters- und Pflegeheimen, Wohnungen oder Selbstbedienungsläden kommt es zu sexuellen Belästigungen. Am häufigsten sind körperliche Übergriffe wie Berührungen oder verbale Belästigungen. Im Kanton Aargau sind die Strafverfolgung und der Schutz der Betroffenen durch Polizei, Justiz und Opferhilfe grundsätzlich sichergestellt. Trotzdem zeigt sich auch hier Optimierungsbedarf. Feststellbar ist einerseits eine mangelnde Sensibilität für das Thema bei der Strafverfolgungsbehörde. Das führt dazu, dass sexuelle Belästigungen häufig gar nicht angezeigt werden. Auch gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz werden selten rechtliche Schritte ergriffen. Oder erst dann, wenn die Betroffenen bereits krankgeschrieben sind oder gekündigt haben. Aus diesem Grund möchte der Regierungsrat die Weiterbildung von Fachpersonen und Präventionsarbeit verstärken. Im Kanton Aargau ist bislang kaum Präventionsarbeit betrieben worden. Eine wirkungsvolle und umfassende Prävention ist anspruchsvoll. Sexuelle Belästigungen finden ja nicht nur im öffentlichen Raum oder am Arbeitsplatz statt, sondern auch im Internet oder in Verbänden und Organisationen. Wir werden uns darum in einem ersten Schritt auf zwei Massnahmen beschränken. Im Fokus stehen Kinder und Jugendliche. Laut einem Bericht vom Bundesrat hat die Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen durch Online-Belästigungen mit sexuellen Absichten in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Polizei baut deshalb die Präventionsarbeit zu sexueller Belästigung im öffentlichen Raum und im Internet aus. Die Jugendprävention, eine Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei, wird sexuelle Belästigung in ihren Themenkatalog aufnehmen und im Rahmen von Referaten an Schulen gezielt einbringen. Die zweite Massnahme betrifft sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In diesem Bereich legen wir den Schwerpunkt auf die kantonale Verwaltung. Bereits bestehendes Infomaterial wird ergänzt und die Abläufe werden geklärt. Im Sinn von Good Practice. Damit möchten wir Vorgesetzte und Mitarbeitende sensibilisieren und sie ermutigen, bei Bedarf adäquat zu handeln. Auch hier gilt, sexuelle Belästigung darf kein Tabu mehr sein. Danke.
Gut, ja, danke vielmals für all die Ausführungen zu den Detailthemen, die wir jetzt gehört haben. Sie sehen, wir probieren mit diesen Massnahmen wirklich in den verschiedensten Themenbereichen anzusetzen und auch bei allen Phasen vom Ablauf von dieser Thematik Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, sei es eben bei der Prävention, sei es bei der Öffentlichkeitsarbeit, um wirklich sensibilisieren, auch klar machen, wenn passiert überhaupt Gewalt, um sie überhaupt erkennen, auch für die Personen, die eben damit befasst sind oder damit in Kontakt kommen, überhaupt Gewalt können zu erkennen, dass sie ausgeübt wird und dann auch entsprechend können zu handeln. Wir werden auch die Intervention können stärken. Es ist erwähnt worden, auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeikorps. Es soll auch wirklich verstärkt werden, dass man dann auch die Gewaltausübenden wirklich zur Verantwortung zieht, konsequent zur Verantwortung zieht, dann aber auch etwas kann anbieten kann. Im Rahmen von dem Lernprogramm. Und ich denke, das ist sicher ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das auch selber machen können, im Kanton, sodass es auch genutzt wird. Sie haben jetzt auch gesehen, dass ganz viele verschiedene Akteure in dieser Thematik involviert sind. Und ich glaube, das ist sicher einerseits die Herausforderung, andererseits aber auch sicher das Gute. Wir haben ganz viele Leute, die hier in diesem Bereich arbeiten, die eben, wenn ich es auch schon am Anfang gesagt habe, ehrenamtlich arbeiten, auch in privaten Organisationen, aber auch in öffentlichen Organisationen. Ich möchte hier nochmal allen Beteiligten wirklich ganz herzlich für das Engagement danken. Wir brauchen das Engagement auch. Ich denke, mit staatlichen Massnahmen können wir eine Grundlage schaffen, können wir sagen, was wir machen wollen. Aber letztlich braucht es nachher dann die Leute vor Ort, die das auch umsetzen, damit es dann wirklich auch eine Wirkung hat. Und das ist mir auch wirklich ein Anliegen, das am Schluss noch zu sagen, um die Massnahmen dann wirklich einer Wirkung zuzuführen, braucht es dann für uns alle. Wir müssen es umsetzen können, wir müssen es im Alltag umsetzen. Wir können alle aktiv werden, wenn wir Gewalt erleben, wenn wir Gewalt sehen. Und wir können Menschen in unserem Umfeld, sei es privat oder bei der Arbeit oder bei öffentlichem Engagement, eben auch ganz konkret darauf ansprechen. Es geht darum, dass wir Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ansprechen, dass wir sie sichtbar machen. Und das möchte ich nicht zuletzt auch Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Medien, mitgeben. Wir sind letztlich auch auf Ihre Arbeit angewiesen, wenn wir das Thema enttabuisieren wollen und wenn wir Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt eben wollen, aus dem Dunkelfeld herausholen, das ich vorher angesprochen habe. Erst dann können wir sie auch wirklich effektiv und koordiniert bekämpfen. Und ich denke, dass wir mit dem Massnahmenplan jetzt den ersten wichtigen Schritt machen im Kanton Aargau und zeigen, dass wir hier die Verantwortung übernehmen wollen, zusammen mit allen Akteurinnen und Akteuren in diesem Bereich. In diesem Sinne, allen nochmal ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank Ihnen für das Interesse und dann auch für die Berichterstattung zu diesem Thema. Danke vielmals. Besten Dank an die Referentinnen und Referenten. Jetzt möchte ich gerne, oder haben die Medienschaffenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Anwesenden. Ja? Ja. Genau. Ja, danke für die Ausführungen. Ich hätte gerne eine konkrete Angabe zu den finanziellen Auswirkungen von diesen Massnahmen. Also wie viel Geld wird mehr eingestellt vom Kanton für die Umsetzung von der Istanbul-Konvention? Kann man das beziffern? Ja, das kann man. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich in den Bereichen, wo wir schon aktiv sind, einfach das machen über das normale Budget. Aber es gibt einen Punkt, wo wir einen Aufbau machen, vor allem wenn es um eine Projektstelle geht. Oder einfach Miriam von Feld das Wort geben.
Ja, das sind wiederkehrende Kosten im Rahmen der Projektstelle. Also die dauern dann ja 4 Jahre. Dort gibt es sicher zusätzliche Kosten. In der Öffentlichkeitsarbeit auch, aber da kann man sagen, im bescheidenen Umfang. Was ich aber muss sagen, es ist vieles noch offen. Wir haben es ja aufgezeigt, im Bereich Kind, aber auch im Bereich Frauenhaus ist, sind noch Bedarfsabklärungen offen. Und damit natürlich auch dort noch zusätzliche Kosten bestehen, das ist sicher noch offen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich kriege nicht nur für eine Anschlussfrage. Ich habe gerade heute in der Zeitung gesehen, dass der Kanton Zürich das Projekt Spatz umsetzt. Das ist ein holländisches Projekt, wo die Spitäler Meldungen machen, da KESP, wenn sie also vor allem alkoholisierte Eltern eingewiesen bekommen, wo sie davon ausgehen müssen, dass die Gewalttätig könnten sie in der Familie und dass sie dann so eben der KESP eine Mitteilung machen und das ist scheinbar institutionalisiert. Und ich höre im Kanton Aargau nichts, so kann man sich vorstellen, die Spitäler dahingehend auch zu informieren, dass sie vermehrt auch Leute KESP zuweisen, wo sie feststellen, dass die Persönlichkeitsproblematik haben. Also im Rahmen des Kinderschutz wird das ja schon gemacht. Die Spitäler haben Kinderschutzgruppen. Wenn die erfahren, dass da Kinder bedroht sind oder in Gefahr sind, das hat Herr Meier aufgezeigt, dass es das Angebot gibt von der Kinderschutzgruppe. Die nehmen Kontakt auf mit den Betroffenen, mit den Eltern, aber auch mit den Kindern. Und es gibt aber Situationen wie starke Gefährdung oder auch, wenn man die Eltern nicht erreichen kann, dass sie dann jetzt schon eigentlich Meldung machen an den KESP. Das ist eigentlich schon. Ja, aber da geht es ja nicht darum, wenn man gefährdete Kinder antrifft, sondern da geht es darum, wenn man Eltern antrifft, wo man davon ausgehen muss, dass sie eine problematische Situation daheim verursachen. Die Problematik ist uns bekannt, und zwar sowohl in der Akutmedizin als auch in der Psychiatrie. Und das ist ein Feld, wo wir auch dran sind, ist jetzt hier nicht explizit erwähnt worden. Aber wenn man sieht, dass die Eltern, die ihre Erziehungsaufgabe offensichtlich nicht mehr wahrnehmen können, dass dann auch sichergestellt ist, dass die entsprechenden Massnahmen ausgelöst werden. Und da ist Medizin natürlich, ja, der sieht man es. Also ich kann noch ergänzen, im Bereich Weiterbildung werden wir sicher auch den Gesundheitsbereich angehen. Ich habe das jetzt nicht erwähnt, das ist wirklich ein Bereich, den wir bis jetzt vernachlässigt haben, den wir nicht angegangen sind. Und im Rahmen von Weiterbildungen wird das Thema natürlich sicher auch aufgenommen. Ja? Darf ich noch ergänzen? So, ja. Im Rahmen von Interventionen häusliche Gewalt haben wir die Möglichkeit, Gefährdungsmeldungen ab Familiengericht absetzen, das ist ein Bericht. Wenn wir zum Schluss kommen, dass die Betreuung der Kinder mittel- wie auch langfristig gewährleisten kann, ist das möglich. Also von der Polizei her ist ja klar, aber die Spitäler, die haben ja wie ein bisschen einen anderen Umgang mit ihren Patienten. Die wollen ja nicht quasi ihre Patienten verpfeifen. Und trotzdem wäre ja dort eben auch ein wichtiger Ort, um eine Verbesserung herzubringen. Ja. Also eben grundsätzlich ist es sicher ein wichtiges Handlungsfeld und Miriam von Felden hat es gesagt, es geht da wirklich auch um die Ausbildung und die Sensibilisierung, oder? Wo sei es in den Spitälern oder sei es auch an anderen Stellen, dass man die Leute, die involviert sind in der Arbeit, die zu tun haben mit Menschen, die allenfalls betroffen sind, das erkennen und nachher auch adäquat handeln. Oder? Also ich denke, und da soll es eben genau gehen, bei dieser Ausbildungsarbeit, die wir verstärken wollen. Um die Sensibilisierung herzubringen. Aber dass sie dann reagieren, wenn sie müssen reagieren, im richtigen Zeitpunkt und genug früh. Aber das ist sicher grundsätzlich etwas, eben, sei es in den Spitälern, sei es auch in anderen Bereichen. Ja, ich glaube, ich sollte auch eine Frage stellen.
sind auch medizinische Krisenzentren geplant zur Erstaufnahme und vor allem auch zu der Spurensicherung nach Gewaltverbrechen. Das ist ja im Kanton Zürich, ist man dort dran gewesen, und das wird ja eigentlich auch breit gefordert. Und im Kanton Aargau wird ja da, also wenn jemand Opfer von Gewalt wird, dann geht er in ein Regionalspital. Und es ist ja extrem wichtig, dass dann eine sehr opfersensible Betreuung ist. Und vielleicht dort auch noch die Anschlussfrage, ist es eben auch möglich, das so zu machen, dass nicht automatisch gerade ein Strafverfahren oder eine Anzeige ausgelöst wird, weil die Betroffenen wissen ja manchmal in dem Moment gar noch nicht, ob sie überhaupt das Strafverfahren wollen oder nicht. Also dass sie es quasi anonym können machen. Also die Frage nach dem Krisenzentrum, das ist ein wichtiges Fundament oder eine wichtige Verpflichtung in der Istanbul-Konvention, das kommt dort konkret vor. Wir haben diesen Aspekt nicht in den Massnahmenplan aufgenommen, weil dazu im Grossrat ein Vorstoss eingereicht worden ist. Und das DGS wird den Vorstoss oder das Thema im Rahmen von dem Vorstoss beantworten. Wir haben es aus zeitlichen Gründen und so haben wir das nicht können da reinnehmen. Aber das wird separat angehen. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich herzlich für alle Teilnehmenden und vielen Dank. Und jetzt können wir noch Interviews machen. Danke. Genau, und es gibt eben noch die Möglichkeit, die Räumlichkeit zu besichtigen. Das ist nach den Interviews. Besten Dank.